Willkommen zusammen. Weiter geht's dort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und in der Zwischenzeit gab es auch ein paar Patches. Ich habe aber leider nicht mehr die Zeit gefunden, ein bisschen zu skillen oder zu leveln, denn ich war etwas erkältet. Die Grafik, muss ich sagen, hat sich schon verbessert. Also ich finde, dass die Details nochmal ein bisschen schärfer sind, die Texturen auch. Und bei den Bossen hat sich auch einiges getan oder bei dem ein oder anderen Effekt, den der Boss macht, bei dem ein oder anderen Skill, werden wir gleich auch nochmal sehen. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück bei Malekith haben oder nicht. Ah shit, ich hätte die Arznei nochmal anpassen sollen. Oh, fast noch runtergefallen. Oh, das war schon ein bisschen knapp. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. So, dann knüppeln wir ihn mal durch die erste Phase, hoffentlich. Ja, und dann starten wir die Phase 2 direkt ohne Mana. Oh, verdammt. Ah, shit. Ah, nee, das ist gar nicht die Potion, die ich im Hinterkopf hatte, sondern das ist genau die richtige mit dem Schild und allem drum und dran. Oh, verdammt. Da sehen wir jetzt aber schon, dass Malekith einen neuen Effekt hat, denn ein bisschen von meiner HP ist weg und regeneriert sich auch nicht mehr. So, aber das ist doch ein guter Start. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Ich muss ihn doch nur noch ein verdammtes Mal treffen. Boah. Wow. Okay. Wir haben ihn down. Wir haben sein Echo. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet. Ja, und die Rune des Todes ist entfesselt.
Das war mal die Hauptstadt. So sah das Ganze oder so sieht das Ganze aus. Und ab sofort sind hier die meisten Bereiche nicht mehr passierbar. Also das ist jetzt wirklich ein Point of No Return, wo es wirklich No Return gibt. Alles klar, schauen wir mal, was wir jetzt hier machen können. Ich glaube, das mit dem Katana hat sich jetzt mittlerweile auch erledigt. Von daher brauchen wir dann nicht mehr drauf zu gehen. Wir können die Weisheit, ja, das ist jetzt aber auch, ja, aber andererseits, auf was wollen wir jetzt noch gehen? Wir sind jetzt im Endspurt und können fast nichts mehr machen. Was ich jetzt nochmal eben schauen wollte, und zwar, ich bin euch ja noch die Invasion schuldig, wo man dann entsprechend den legendären Kolben bekommt. Beim letzten Mal hat mich ja so ein bisschen gestört, dass wir den nicht bekommen haben. Gleichzeitig will ich auch noch mal was anderes ausprobieren, und zwar haben wir da ja noch diesen Baumdude. Ob wir den nicht mit Azurs Kometen auch schnell wegbekommen. Weil bei ihm ist das Problem, ich habe so gut wie keine Möglichkeit, irgendeinen scheiß Trank zu nehmen. Also wenn ich einen Heiltrank nehme, haut er mich um. Wenn ich versuche, einen Mana-Trank zu nehmen, haut er mich um. Oder irgendein Feuerball kommt um die Ecke. Das heißt, selbst wenn ich die Möglichkeit habe, den Trank zu nehmen, bleibt mir am Ende des Tages nicht wirklich viel davon übrig. Aber das ist der Test Nummer 2. Test Nummer 1 ist jetzt wirklich die Invasion. Denn mich wundert's, dass die beim letzten Mal nicht ausgelöst wurde. Vielleicht jetzt, wo Malekith down ist. Vielleicht muss man dafür auch noch ein bisschen was anderes machen. Okay, die Invasion kommt nicht. Vielleicht müssen wir auch den Heldenthron besteigen. Das könnte auch sein, denn als ich das erste Mal gemacht habe, ich weiß gar nicht, an welchem Punkt ich war. Ich glaube, das Game war komplett durch. Und dann ist die Invasion gestartet. Gut. Ich möchte mich jetzt nicht mit diesen komischen Halbmenschen-Viechern anlegen. Deswegen schauen wir mal, ob wir mit der Arznei und Azurs Kometen nicht den Baumwächter umkloppen können. Okay, es war ein bisschen knapp. Ich glaube, die Range war auch ziemlich knapp. Aber wir haben ihn platt gekriegt. Und bekommen hier nochmal die deformierte Drachenrüstung. Wunderbar. 7er Dunkelschmiedestein. Sehr schön. Also dieser Test hat wunderbar funktioniert. Heißt für uns, wir können hier weitermachen. Was wir jetzt in der Stadt definitiv nicht mehr bekommen, ist aus der alten Tafelrunde das Schwert der 1000 Worte oder so. Das hatte ich euch auf jeden Fall schon mal gezeigt. Dann den Drachenblitz, den hatte ich euch auch gezeigt. Und die Saat in der alten Tafelrunde, die hatte ich euch auch gezeigt. Das müsst ihr auf jeden Fall im Vorfeld durchführen, bevor ihr, oder müsst ihr euch auf jeden Fall holen, bevor ihr dann hier diesen Schritt macht. Weil sonst funktioniert das dann nur noch in einem New Game Plus.
Wir können aber nach wie vor hier in die Kanalisation. Dort gibt es ja auch noch einen Boss. Aber wir wollen straight zum Eldenthron. Da müssen wir uns hier links ein bisschen halten, in diesen Turm rein. Und laufen Richtung Thron. Ist jetzt natürlich ein komplett anderer Weg als den, den wir sonst kennen. Ja, und da haben wir Sir Godrin, der Allwissende. Der ist eigentlich auch ohne Azurs Kometen, jedenfalls als Nahkämpfer, war der nicht ganz so knüppelig. Ja, der kann sich heilen. Ist im Endeffekt eine Invasion so in der Art. Aber schon ein bisschen härter. Ja, keine Mana mehr. Aber nicht allzu hart. Ja, das werden wir nochmal sehen. Und wir bekommen jetzt hier das Zepter und die Rüstung von Godrin, dem Allwissenden. Wobei das Zepter kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. So, was wir auf jeden Fall brauchen für den nächsten Part ist wieder die Bubble. Ich brauche etwas, um mich ein bisschen vor Schaden zu schützen, aber gleichzeitig auch, dass ich geheilt werde. Ja, 5000 Runen fehlen noch für die nächste Stufe. Ah, ich glaube, die haben wir gar nicht parat, oder? Doch. Das... Ah, shit, nee, da habe ich mich verrechnet, das waren 10.000. So, wo müssen wir jetzt lang? Da lang, das müsste eigentlich der richtige Weg sein. Ab hier müsste es eigentlich sogar so sein wie damals, als die Stadt noch genauso aussah, wie sie aussehen sollte. Aber eine Grafik haben die auf jeden Fall etwas gemacht. Ich hatte eben auch so einen leichten Heiligenschein in dieser etwas dunkleren Kulisse. So, das Ding können wir auch gleich mal aktivieren. Ja, wir müssen den Boss gleich unbedingt umhauen, denn 100.000 Runen zu verlieren würde schon wehtun. Dann machen wir Folgendes. Ich mache noch mal kurz einen Ausflug zum Halligbaum, hol mir ein paar Runen, damit wir die sichern können. Sicher ist sicher. Und das war's auch schon. Waren drei Gegner oder so. Eine kleine Mobgruppe, die umgehauen werden musste. Jetzt können wir die zumindest sichern. Kriegen nochmal ein bisschen mehr Schaden dazu für unsere Zauber. Und laufen einmal weiter nach oben. Vielleicht haben wir hier wieder irgendeinen Begleiter oder sowas.
Nein, leider nicht. Dann müssen wir es alleine machen. Ich habe es auch im Multiplayer schon mit einem anderen Schaf versucht. Hat nicht funktioniert. Im Singleplayer war es dann doch einfacher als im Multiplayer. Aber schauen wir uns mal an, was hier passiert. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Ja, und wie immer, wenn wir da so eine Zwischensequenz haben, haben wir danach kaum Zeit, irgendwie eine Beschwörung durchzuführen. Jetzt habe ich ihm den Rücken zugedreht, das war natürlich wieder nicht so gut. Ah, shit, 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 shit. Wenn man im Nahkampf gegen ihn antritt, sollte man möglichst nah an ihm ranstehen, weil man dann einfacher allem ausweichen kann. Das sieht doch gut aus. I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horaloo. Gut, damit hat er schon mal eine Ansage gemacht.
Oh, da müssen wir jetzt unbedingt raus. So, haben es natürlich nicht geschafft. So, aber unser Mimic hat die Agro, das ist gut. Oh, erstmal durchatmen. Und jetzt schnell durchcasten, was geht, in der Hoffnung, dass wir ihn umnieten. Oh, wow, 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 das Herz schlägt schon schneller. Und er ist down. Damit haben wir ihn jetzt auch erledigt. 300.000 Runen, wunderbar. Da hinten der Gang ist frei. Das heißt, wir können zum Endboss durch. Vorher werden wir hier nochmal ein bisschen was investieren. Und wie beim letzten Mal auch, mache ich eben kurz einen Sprung. Und dann können wir jetzt auch den letzten Punkt sichern und die Runen damit auch. Wunderbar. Was ich jetzt brauche, ja, eigentlich bräuchte ich das, was ich drinne habe, aber insbesondere für die erste Phase, vorausgesetzt, die haben das noch nicht weggepatcht, bringt uns das, was ich jetzt gemacht habe, auf jeden Fall mehr. So, jetzt werden wir mal wieder das anziehen, was eigentlich Mage-mäßig saugeil ausschaut. Na, wo sind denn die entsprechenden Handschuhe? So, da sind wir doch komplett Mage-mäßig unterwegs. Und dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Tränken ausschaut. Müssen wir uns rantasten. Aber gucken wir mal, was uns hier erwartet im letzten Bossfight.
Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. War mir aber klar, dass das in dem Durchgang auf gar keinen Fall klappen wird. Gegen den wir da kämpfen, das ist jetzt quasi die männliche Hälfte von Königin Marika. So, das war jetzt erstmal nicht so das Problem. Könnte auch sein, dass sie das weggepatcht haben, dass man die erste Phase quasi skippen kann. Aber finden wir gleich heraus. Beziehungsweise ein paar Tries werden eventuell benötigt. Nee. Also bei meinem ersten Durchgang hat das noch funktioniert. Da habe ich sie erst mal in der ersten Phase so gemacht. Das hat auch später gut funktioniert. Die Phase 2 war dann deutlich schwieriger für mich gewesen. Deswegen habe ich dann die Phase 1 geskippt, damit ich dann immer direkt in Phase 2 komme mit möglichst vielen Heiltränken. Aber auch da habe ich beim Versuchen ein paar Tries gebraucht, bis es dann funktioniert hat. Ja, aber das haben sie wahrscheinlich weggepatcht. Aber dann kann man mal... Wow. Schauen, wie viel Schaden. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz. Ich habe nur 392 gesehen. Ich glaube aber nicht, dass das der komplette Schaden war, weil es haben nicht alle getroffen. Ja, versuchen wir es nochmal. Denn früher ging es auf jeden Fall, dass wenn man straight nach vorne gerannt ist, bei ihm ist es ja eher stehen geblieben ist, dann hat er sich kurz um uns gedreht oder eine halbe Drehung gemacht und dann ist er stehen geblieben. Und solange man nur Magie genutzt hat, konnte man ihn umhauen. Gut, das scheint nicht zu funktionieren, deswegen werden wir es gleich auf richtigem Wege machen. So wie es eigentlich auch gemacht werden sollte. Dann schauen wir mal. Das wird jetzt ein Spaß werden. Wobei als Mage waren jetzt so viele Bosse deutlich einfacher gewesen oder teilweise haben die im ersten Try sehr schön funktioniert. So, hier müssen wir aber die HP komplett weghauen. Es reicht nicht wie bei anderen irgendwie nur 50% oder irgendwas, sondern die muss schon komplett weg. Ja, shit. Ja, das war schon mal ein Heiltrank. Ich glaube mit den Heiltränken, ach nicht Heiltrank, meiner Trank meinte ich. Ja, zu spät ausgewichen. Mit den Mana-Tränken werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Weil danach steht ja noch die Eldenbestie an.
der ist ein bisschen aggro gegen unseren Mimik. Ja, und genau das Ding hat uns auch noch getroffen. Ja, hör auf Mimik einzuprügeln. Was ist los mit dir? Phase ist gleich um. Jetzt ist sie um. Mimik fast down. Und da ist sie jetzt, die Bestie. Mal schauen. Ja, Mimik ist gleich down, aus dem Staub raus. Okay, das wird auf jeden Fall. 3 Tränke sind noch übrig. Was ich versuchen könnte. Beziehungsweise das... Okay, da haben wir die noch drinnen. Die erste Phase mit dem Kometen zu machen, damit wir Mimik in voller Stärke in der zweiten haben. Und möglichst viele Tränke. Na, schon mal alles auswählen. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Wow. Der kriegt ja gar keinen Schaden davon. Junge, was ist los mit dir? Okay, 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 okay. Das wird hier ein richtiger Spaß werden. Gut, die Entwickler legen es darauf an, dass man es beim letzten Boss wenigstens ohne irgendwelche einfachen Methoden schaffen soll. Was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist.
Bei Azurs Komet kann ich mir aber vorstellen, dass das dennoch funktioniert, wenn wir ihn vorher ablenken. So, bleib stehen. Ja. Gut, es hat schon mal deutlich besser funktioniert. Mit seiner Hand kann er halt Magie abwehren. Und das müssen wir unterbinden. Ja, shit. Das habe ich schon kommen sehen, aber ich habe nichts dagegen getan. Gut, das habe ich nicht kommen sehen. Und habe auch entsprechend nichts dagegen getan. So, Mimik hat schon richtig auf die Fresse gekriegt. So, noch schnell Tränke reinziehen. Okay, Mimik ist zumindest zur Hälfte noch lebendig. Oh, verdammt. Okay, das geht auf Mimik. Ja, der muss aber auch richtig leiden. So, und das Vieh bewegt sich halt die ganze Zeit hin und her. Ja. Okay, das hat funktioniert. Wow, shit. Okay. Phase 2 ist weiterhin Pain in the Ass. Aber Phase 2 wird als Mage, glaube ich, sogar schlimmer werden, als es damals als Nahkämpfer der Fall war. Wir werden es aber in dieser Folge definitiv als Mage versuchen. Aber wenn das überhaupt nichts wird, ja, schmeißt doch nochmal 2 Blitze, genau. Dann werden wir auf jeden Fall umspecken. So, das ist schön. Er hat jetzt Mimik in der Hand und er kriegt wieder kaum Schaden. Gut, Phase 1. Ah, da hat er sich noch umgedreht. Okay, das mit den 2 Blitzen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist für mich jetzt neu. Ja, ich habe schon fast keine Heiltränke mehr. Ja, aber für einen hohen Preis geht Phase 1. Ich wollte allerdings den Preis so gering wie möglich halten. Ja, 2 Heiltränke, 4 Mana-Tränke. Also Phase 1 ist für den Range auf jeden Fall schon mal einfacher als für den Nahkämpfer.
Es wird bestimmt auch Zauber geben, die gegen die Bestie zu empfehlen sind. Aber die müsste man noch mal ausprobieren. Gut, aber das mit den Zaubern von vorne oder dass er sie einfach so wegschmettern kann, ist natürlich schon eine Ansage. Und draufgegangen, sehr schön. Komm, wir probieren mal was anderes aus. Ich habe ja notfalls noch ein paar von den Larven drehen. Ach nee, komm, bevor wir das machen, können wir auch noch mal die beiden Echos aktivieren, die wir dort haben. Ja, neue Ei bei den Zwillingsjungfern. So, ist die schon down? Gut, also hier bekommen wir jetzt auch die Rüstung von Godric, von Malekith. Und hier haben wir zunächst einmal das Schwert. Und seine schwarze Klinge, den Zauber, ist ein Glaubenszauber. Geiles Ding, aber braucht ordentlich Glaube. Gut, da wir ein Mage sind, nehmen wir hier das erstmal mit. Und Echo von Horalaxo haben wir seine Waffe und diesen Stampfer als Kriegsasche. Wir haben aber eh nicht genug Runen. Okay, dann können wir mal nach hinten durchdüsen und schauen, was die hier, oder vielleicht sehen wir es ja auch gar nicht, was die hier für neue Items haben. Klangperlen haben wir nicht. Ja, auf Anhieb sehe ich hier, na, das sind die von den... Das kennen wir. Nee, auf Anhieb sehe ich erstmal keine neuen Items. Gut, dann düsen wir mal hier hin. Gut, ich muss mir erstmal überlegen, welche Rüstung wir anziehen wollen. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für mehr Tragekapazität. Ja, die finde ich eigentlich stylisch, aber wir sollten, glaube ich, eher darauf achten, dass wir überleben und scheiß auf Style. Ein bisschen Magie brauchen wir auch. Eieieiei, das ist eine schwierige Wahl. Aber Gewicht ist nicht das Problem und als Waffe, man wird sich's vermutlich schon denken.
erst auf Stufe 5. Okay. 18 Geschicklichkeit und 20 Glaube. Aber um die zu powern, brauchen wir eher Geschicklichkeit und Glaube, Stärke nicht so sehr. So, 12. Hier müssen wir 18 und da 20. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, die Waffe zu nutzen. Kraft 45 ist in Ordnung. Kondition kann auch ruhig auf 30 hoch. Ja, Geist würde ich auf 25 nehmen, damit wir auch ein bisschen FP haben, die wir rausballern können. So, hier auf... Kommen wir überhaupt so hoch? 60? Ja, kommen wir gar nicht so hoch. Okay. Nee, Kondition muss ich doch gar nicht so hoch machen. So, dann können wir hier lieber auf 30 gehen. Das sind knapp 100 HP, ja. Ja, das wird interessant. Okay, gut. Oh, das ist jetzt nicht wahr. 12 Stärke. Die Stärke war doch auf 12. Die Stärke ist auf 8. Habe ich mich so sehr vertan? Ah, verdammt. Ja, schön eine Träne umsonst rausgehauen. Ja, ich hätte jetzt leveln können, aber die Zeit und Lust habe ich jetzt auch nicht. So, 12. Dann gehen wir hier auf 60. Und den Rest da rein. 25 ist in Ordnung. Gut. Jetzt wäre es natürlich auch... Ein paar Punkte brauchen wir schon noch. Die können wir uns allerdings hier holen. Denn... Die Waffe können wir auch noch ein bisschen upgraden. Oder sollten sie upgraden. Und wenn man jetzt nicht unbedingt hunderte tausend von Runen braucht. Wobei das hier eigentlich auch funktioniert. Und in absehbarer Zeit kann man hier eben mal schnell durchdüsen. Ja, wir müssen zumindest mal herausfinden, wie viele Mana-Tränke ungefähr benötigt werden. Oh, 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 oh. Bei Malenia habe ich, glaube ich, 4 Mana-Tränke verballert. Ne, hatte ich 4 Mana-Tränke eingepackt. Und 2 oder 3 habe ich, glaube ich, sogar verballert. Gut, ich
Na, für ein paar Aufwertungen reicht das schon, aber wenn wir noch einen Stein oder so brauchen, dann reicht das noch nicht. Na, vielleicht ist das ja ein Stein. Nein. Hat sie mich mit ihrem letzten Move noch gekriegt. Okay, gut, ist gar nicht so schlimm. Problem ist, sie hat einen schönen Drop gehabt. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, denn wir wissen, dort liegen knapp 40.000 Runen. Wäre natürlich blöd, wenn die jetzt diese Waffe richtig genervt haben und ich das nicht mitbekommen habe. Na, komm schon. Also auch ohne den Skill können wir hier wunderbar die Gegner mit Schnetzeln. Und das Schöne ist, Mimic bekommt ja dieselbe Waffe. Gut, okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Können noch mal eben schauen, wie hoch wir die Waffe noch kriegen. Ein paar Klangperlen haben wir auch eingesammelt, aber nicht alle. So, dann lasst uns mal schauen. Na, auf 9 kriegen wir die nicht. Vielleicht haben wir ja einen Dunkelschmiedestein Stufe 9. Ah, nur 8. Shit. Gut, okay. Das passt. Und jetzt zumindest mal ein Try versuchen. Und mal schauen, ob ich mich jetzt hier verpokert habe oder ob das auf jeden Fall ein Way to go ist. Ah, shit, die Arznei hätte ich. Aber wir wollen ja erstmal nur tryen. Und schon mal den ersten kassiert. Und richtig kassiert. Aber ein Mana-Trank. Reicht. Also höchstens ein Mana-Trank müssen wir hier nochmal nachziehen. So, jetzt normale Angriffe, um FP zu sparen. Okay, das geht. Wenn man ein bisschen aufpasst, spart man auch noch ein paar Heiltränke. Gut.
Ja, die Eldenbestie ist am Anfang auf jeden Fall deutlich näher dran als früher. Früher musste man ja noch schön zu ihr hinlaufen. Gut, also durch die Phase 1 werden wir mit ein bisschen Übung einigermaßen gut kommen. Ja, Blutung bringt jetzt bei dem Dude hier nicht wirklich viel. Aber okay, damit können wir eventuell arbeiten. Das ist jetzt eher das Prinzip, alles auf eine Karte. So, hier machen wir die Bubble rein und noch 50% HP regenerieren. Und Flaschen aufteilen, da gehen wir hier auf... So, für den einen brauchen wir 1, da brauchen wir... Ja, wir geben lieber mal ein bisschen mehr HP. Dann überleben wir zumindest länger, weil notfalls machen wir normale Attacken. Was ich jetzt natürlich nochmal reinnehmen könnte. Ja, regeneriert langsam LP, bringt glaube ich nicht so viel. Sprungangriff. Na, den habe ich gar nicht. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ich Depp. Ich hätte ja auch auf die Stärke verzichten können, indem ich hier einfach den Talisman mir reinziehe. Aber mit dem maximalen Ausrüstungsgewicht können wir doch auch... hier ein bisschen dickere Dinger ausrüsten. So dass... ich hoffe ja natürlich, dass Mimic den meisten Schaden frisst. Aber dass Mimic dann nochmal ein bisschen lebendiger aus der Materie rauskommt. Okay. Gut, das ist jetzt... Na, was mache ich hier? Das ist jetzt also der Bild, mit dem wir dann in die nächste Folge starten werden. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt für die Eldenbestie in Ordnung ist oder nicht. Ich bin gespannt. Also, ich bin damit besserer Dinge als Mage. Aber mal schauen. Ich bin wirklich gespannt, aber wir werden sehen.